Hallo liebe Modellbauer, herzlich willkommen in meiner kleinen Bastelstube. Ich bin Tobias Bräker, Modellbauer in feinster Technik. Heute habe ich was für mich Besonderes, und zwar habe ich mir so einen gebrauchten Unimog gekauft, so einen hier. Der war damals noch rot, als ich ihn gekauft habe. Das Chassis, die Federung, die sind von Wedico, die Vorderachse auch. Und ich möchte heute mal zeigen, was man aus dem Wedico-Fahrwerk so rausholen kann, weil die Fahreigenschaften von diesem Unimog sind wirklich außergewöhnlich geworden. Ist ja erstmal toll, was hier wirklich für eine Achsverschränkung möglich ist, ohne dass die Räder abheben. Das hätte ich selber einer Blattfeder nicht zugetraut. Wie ihr auf jeden Fall euer Fahrwerk pimpen könnt, sodass ihr immer guten Bodenkontakt habt. Und auch hier kein Allrad, Differential, unglaublich geländegängig. So, das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal das Federpaket. Das waren drei Blattfedern übereinander. Hier direkt an der Vorder- und Hinterachse habe ich jetzt noch rausgeschmissen, sodass ich nur noch die nackte Tragfeder hier habe, keine Versteifung, um schön weiches Ansprechverhalten zu haben. Das habe ich getan, hat schon mal einiges gebracht, aber das war mir noch nicht genug. So, interessant wird es jetzt hier. Der geübte Wedico-Bauer wird gleich erkennen, was passiert ist. Und zwar normalerweise habe ich eine Stützweite, die breiter ist. Habe ich hier und hier die Federn angeschlagen, also außerhalb des Rahmens. Dadurch habe ich eine sehr große Steifigkeit. Ich wollte aber weich haben hier. Deswegen habe ich die Federn innen angebracht. Dadurch hat der Reifen einen größeren Hebel und kann die Federn noch leichter verbiegen. Wie man hier wunderbar sehen kann. Das geht richtig schön. Und was ich jetzt noch gemacht habe, man kann das ja sehen, wenn das hier so verschränkt, die Blattfeder, die muss auch Torsion aufnehmen. Das heißt, ich kann mal gucken, ob man das hier sehen kann. Ja, man kann es hier sehen. Ich habe die Schraube hier unten, die Schraube. Ich gehe mal mit dem Stift dran, mal gucken. Die Schraube hier. Die Schraube, die ist gar nicht angezogen. Hier kann man hier drehen. Es ist also wirklich, wirklich locker. Und hier ist wirklich ein Spalt. Das heißt, die Feder in sich wird gar nicht mehr vorgespannt durch die Aufhängung hier, sondern liegt nur da und da auf und kann sich wunderbar über die gesamte Länge biegen, ohne dass ich irgendeine feste Einspannung habe. Natürlich muss das hier unten gekontert sein, weil sonst verliert man ja die Schrauben. So, das Gleiche habe ich hier vorne auch. Hier vorne ist auch wiederum innen. Ich glaube, das war aber. Ich kenne mich mit Wedico nicht so genau aus. Aber das scheint auch innerhalb des Rahmens zu sein. Und da habe ich das so gelassen. Aber auch da wiederum, die Schrauben, also die Aufhängung hier selber, ist locker, sodass die Achse sich frei bewegen kann und die Blattfedern wirklich nicht eingeklemmt werden. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen. Und man kann es hier so ein bisschen sehen. Wenn ich das jetzt hier anhebe, wie hoch man gehen kann, bevor die Hinterachse sich hebt, da jetzt erst. Ne? Das ist schon eine unglaubliche Achsverschränkung, die dadurch überhaupt möglich ist. Hier nochmal, alle vier Räder gesehen. So, das ist schon sehr abgefahren, das ist total schön. Kommen wir jetzt zur Lenkung. Ursprünglich war das Servo mit an den Rahmen, was dann die Folge hatte, wenn das so eingeschränkt war, also wenn ich über den Huckel gefahren bin, fing er mir gleich an zu lenken. Ist ja klar. Wenn die Ansteuerung vom Servo fix ist und die Achse sich bewegt hin und her, dann hatte ich direkt einen Lenkeinschlag. So, das habe ich geändert. Ich habe jetzt hier quasi so eine Servo-Insel drauf gebaut, die jetzt mitfedert. Die sitzt jetzt hier, ja, schwer zu sehen. So, die sitzt jetzt hier mit auf den Federn drauf und dadurch kann jetzt gefedert werden und der Servo dreht sich wunderbar mit. Ich habe keinen Einfluss mehr durch das Federn auf meine Lenkung, kann ich sehr präzise mitfahren.
So, was habe ich noch gemacht? Das Servo steht jetzt so, ich zeichne mal eine Anordnung da. Und wenn ich jetzt noch nicht lenke, auch eine ganz wichtige Sache, das kurveninnere Rad hier macht natürlich einen wunderbar engen Radius und der kurvenäußere einen größeren Radius. Das muss natürlich stimmen, weil sonst schieben die Räder beim Boden, gerade die Vorderräder, und laufen nicht sauber. So. Ah, man soll ja nicht von Hand drehen. Okay, ich mache es jetzt mal elektrisch. Und dazu habe ich hier den Servotester. Den lege ich jetzt einfach mal ganz stumpf hier drauf. Klemme das Servo an. Schalte ein. Und jetzt kann ich hier wunderbar von Hand lenken. Kann man wunderbar sehen. Und was jetzt erstmal wichtig ist, ist ja, fährt der Wagen geradeaus. Dafür brauche ich auch gar keinen Motor, sondern ich schiebe den einfach über den Fußboden und stelle jetzt erstmal auf die Neutralstellung. So, dazu nehme ich den Wagen jetzt hier auf den Fußboden. Fliesen sind ideal. Ich gucke jetzt hier, dass ich hier an dieser Fuge entlang fahre. Und darüber richtig, weil ich kann nicht über die Vorderräder ausrichten, das sage ich gleich warum. So richte den Rahmen dann jetzt parallel zu dieser Fuge aus. Und zwar kann ich nicht an der Vorderachse ausrichten, weil die hat eine Spur. Das heißt, hier an irgendeinem Punkt, hier weit hier vorne, laufen die beiden Räder zusammen. Und das macht man deswegen, damit das ganze Spiel, was hier in der Lenkung drin ist, immer in eine Seite gedrückt wird und dadurch das Klappern verhindert wird zwischen den Spielen links und rechts. Und dadurch läuft er einfach sehr, sehr präzise. So, und jetzt schiebe ich einfach, sehr bis auf Neutralstellung, und jetzt schiebe ich den Wagen und gucke, ob er mir hier wegläuft. Hier ist er leicht weggelaufen. Und jetzt kann ich das Ganze einstellen, bis er wirklich gerade läuft, hier über diese Kugelköpfe hier. Ne, diese Kugelköpfe und die Gewindestange dazwischen. Darüber kann ich das jetzt so einstellen, dass er wirklich symmetrisch läuft und ich später mit der Servotrimmung gar nicht arbeiten muss. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier schön wunderbar mal Kurve fahre, schiebt er nicht über die Räder, sondern das ist wunderbar, dass der innere und äußere Kreis genau abgefahren wird. Das können wir nochmal in die andere Richtung lenken. Nochmal hier der Blick auf die Klimatik hier vom Lenken. Und ich glaube, damit ist aber jetzt auch schon alles zur Vorderachse gesagt. Also wichtig war auch, weil das Servo jetzt hier senkrecht drin steht oder hängt, dass ich oben musste ich es hier ausschneiden, dass das, weil das Servo hier durch den Rahmen durchtaucht. Das Servo ist nachher für die Gangschaltung, für die Dreigangschaltung, komme ich später noch drauf zu. So. Jetzt mal zur Hinterachse. Also die Hinterachse ist von dem guten Herrn Rüst. Das ist eine sehr, sehr schöne Konstruktion. Als ich gebraucht gekauft hatte, war das Lager, das war hier so eine Bronzebuchse, total ausgeschlagen. Kann man aber wunderbar durch ein Kugellager setzen, was ich natürlich getan habe. Und ich habe mir hier ein Kaderngelenk geholt aus dem Schiffbau. Und das fand ich halt besonders gut, weil ich hier eine ganz präzise Führung habe und sie zwischen Kunststoff habe, sodass dieser Kunststoff ist häufig verschleißfreier als hier die anderen Teile. Und der ist schon sehr lange im Betrieb, gerade im Sand, und ich merke hier überhaupt noch gar kein Spiel. Also finde ich besser als die reinen Kardangelenke aus Edelstahl. So, diese Rüstachse ist wirklich wunderbar, innen drin sehr robust gemacht. Jetzt hatte ich ja gesagt, die Achse selber ist hier ja nicht richtig aufgehängt oder hängt da nur dran, relativ locker, aber wie man sehen kann, warum ist die jetzt hier so steif? Ja, das ist der kleine Trick da dran. Ich erzeuge ja durch das Antriebsmoment hier einen Drehmoment, einen Kippmoment. Das kann ich ja, es ist nur ungünstig, das über die Federn zu übertragen, weil dadurch werden die ja wieder steifer, weil meine lockere Schraubverbindung da einen Impuls reingibt. Ich habe mir hier ein Parallelogramm gebaut.
mit wieder diesen Kugelköpfen. Und dadurch wird meine Axt sehr, sehr genau geführt. Also wenn man es ganz präzise machen müssen, dann hätte ich hier unten nochmal eine Kugelführung machen müssen und hier quer auch nochmal. Aber das übernimmt jetzt wirklich die Blattfeder und ist vollkommen ausreichend, nur diesen einen Strang hier zu haben. Und das ist wirklich ganz, ganz frei. So diese Kugelführungen sind was ganz Besonderes. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Kugelführung geredet, das sind natürlich Kugelgelenke. Ich habe mir jetzt mal einen rausgeholt bei mir aus dem Lager. Ich komme mal rum, hier sehen wir ja nichts. Also. So, das ist ja relativ klein. Und das Spannende daran an dieser Kugelführung ist jetzt scharf geschaltet. Hier drin ist eine Metallbuchse. Das ist die Schraube, kann ich voll anziehen, ohne dass meine Kugel innen drin verpresst. Und das Schöne ist ja, was sind zwei Kunststoffe, die hier wunderbar aufeinander abgestimmt sind. Und da ist keine Vorspannung. Das ist spielfrei und bewegt sich wirklich super, super leicht hier. Ich muss leider ein bisschen weiter weg, damit das scharf ist. Also das ist super leichtgängig. Da ist wirklich kein Haltmoment drin, keine Haftreibung. Genau, da ist keine Haftreibung drin, das läuft ganz leicht und ist nahezu spielfrei. Und durch diese Buchse hier innen drin kann man es richtig schön festknallen und hat eine richtig tolle Führung. Also das Ding, das begeistert mich sehr, könnt ihr natürlich auch bei mir im Shop kaufen. Also das Ding hier ist hier eingebaut und nochmal hier zur Wackelei. Also man sieht wirklich, das ist richtig, richtig leichtgängig und genau deswegen funktioniert die Federung so wunderbar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir Freude bereitet, mein Wissen weiterzugeben. Möglicherweise, da freue ich mich natürlich sehr, wenn ich jetzt ganz viele geländegängige Unimox oder zweiachsige Fahrzeuge auf den Parkuren sehe. Bei Anregungen gerne Kommentare zu schreiben und unten noch bitte liken, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.